Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked. Ich bin 7-2 Platin. In der letzten Folge haben wir den Rang noch erreicht. Ich muss dazu sagen, beim letzten Match gab es eine kleine Problematik. Und zwar habe ich zwei in Folge verloren, weil wir da auf 7-0 und dann wieder 1 gewonnen. Und dann ist zweite gewonnen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo es in die Siegessträhne geht. Sprich, wichtiges Match. Sehr wichtiges Match. Mit einem Sieg bin ich 6-1, mit einer Niederlage 7-1 und wieder alles dahin. Das sind so die Momente, die ich gerne mitnehmen würde und hoffentlich ein bisschen Glück das Match für mich entscheiden kann. Meine Hand sagt zumindest schon mal, hey, Tempo ist nicht. Dann sage ich, hey, ziemlich beschissen. Ist ein Mana-Druide, scheint mir. Oder ein Token mit der optimalen Hand, die er erst Turn 3 spielen kann. Ich werde trotzdem weiter pushen. Blizzard. Wenn es ein... Ja, es bringt mir eigentlich nichts. Also ja, die Kopien sind ganz nett. Bringt mir aber nicht viel. Ich brauche den Blizzard. Denn wenn es ein Token ist, ist das die optimale Antwort gegen ihn. Wenn nicht, dann habe ich sowieso verloren. Aber ich kann zumindest seine fetten Diener vielleicht freezen. Also so oder so kann der Blizzard mir vielleicht den Arsch retten. Die anderen... Ja, ich hätte jetzt Turn 4 Kopien 1-1 von meinen Dienern bekommen können. Hätte mir vielleicht ein bisschen was gebracht. Aber ich glaube nicht wirklich viel. Gewitterblüte, Münze, Anregen. Nee, Pflege für Mana. Nee, drei Karten. Aha. Der ist kostenlos, lohnt sich nicht auf die Hand zurückzugeben. Es lohnt sich aber auch ehrlich gesagt nichts hier zu spielen, weshalb ich jetzt einfach mal den ersten Geheimgang nutze. Ja. 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 Ja gut, das ist relativ einfach. Ich werde hier benutzen. Mein Nitro Booster Gift überladen. Verderben, schön, nicht überladen. Andere Klasse. Und damit behalte ich es auf der Hand. Und habe den Turn, glaube ich, relativ gut beendet. Nächste Runde kann ich meinen Hakenkumsäbel anpeilen zu benutzen. Mit dem spektralen Ibin. Hab genug Damage auf dem Board liegen. Fällt 5 Leben wieder her, das ich genommen. Okay. Er weiß quasi, dass ich relativ face-lastig sein werde. Dann wollen wir doch mal ihn nicht enttäuschen und sagen, hey, Damage, Damage, Damage. 5 Mana. Nächste Runde kann ich einen Blizzard spielen für alle Diener, die nicht, und das ist jetzt wichtig, die nicht Spott haben. Das ist jetzt die entscheidenden 2 Runden wieder. Es kommt immer bei dem Deck auf 2 Runden an. Die jetzige, was er spielt, und dann, was ich bekomme. Wenn er einen fetten Spot spielt, perfekt, Kopf und Nuss, tschüss. Hat er irgendwie eine richtig geile Kombi, um mein Board wegzumachen? Na, dann habe ich ein kleines Problem. Wobei ich hier mit 4 Mana einen 4er und einen 6er herbeirufen kann. Plus mit dem Nitro Booster Gift nochmal pimpen. Das heißt, ich mache nächste Runde eventuell sogar einen 8er herbeigerufen. 8 Damage. Nicht schlecht. Bei Mana-Kristalle. Und er vernichtet einen meiner 3-1er. Habe ich ihn schon down? Das sind 6 Damage, 12, 13. Ich glaube schon, ich benutze das Nitro-Booster-Gift. Habe damit 13, 16, 17 Damage. Das reicht. Und das ist die Siegesträhne, Leute. Und er beleidigt mich noch ein bisschen, aber das ist okay. Verstehe ich, wenn du gefrustet bist, deswegen. Kein Problem. Und das sind sie, die 2 Bonussterne, die so wichtig sind, damit man ein bisschen Fortschritt machen kann. Erste Folge in dieser... Erstes Match in dieser Folge. Nicht andersrum. 6-1 und da geht noch was. Jetzt nochmal 2 Siege in dieser Folge und es ist ja geschafft. Platin 5. Deswegen gleich das nächste Match. So, Match Nummer 2.
gegen einen Schurken, endlich mal. Das ist das erste Match gegen einen Schurken seit langer Zeit, glaube ich, wenn dann mit dem Evo-Schamanen. Bin mal gespannt. Die drei Karten möchte ich erst später bekommen. Geheimgang ist zwar immer stark, aber möchte ich nicht auf der Starthand haben. Da fehlt mir der Verstohlenheitsdiener. Ansonsten ist das eigentlich eine ganz gute Kombi hier. Jetzt bräuchte ich die Zweier. Die Dieben bräuchte ich. Oder die Meisterspionen. Wäre auch schön. Nehme ich mit. Und dann nächste Runde in den Weißen der Grauherzen reinkoinen. Die Zauberstabdieben werde ich definitiv irgendwann auslösen können. Ist halt nur jetzt nicht der Fall. Das stört mich übrigens nicht, denn ich habe den Vorteil auf meiner Seite. Ich habe hier Karten und ich werde zuerst mal wegmachen. Denn mein 3-3er soll erstmal liegen bleiben. Sie kann jetzt halt natürlich die Vulpera spielen. Wird ein relativ gutes Mirror-Match werden, sage ich mal. Die Waffe legt sich an. Ist für mich ganz gut. Ja, das kann ich nämlich auch. Nur bei mir ist es noch schön. Waffe und Booster. Und schon habe ich den Vorteil auf dem Board und von der Waffe her. Nächste Runde, glaube ich, Vulpera mit der Zauberstabdiebin. Eigentlich würde ich gerne die Zauberstabdiebin in den Hakenkumsel spielen, aber dann bekomme ich den Zauber nicht. Der könnte sehr wichtig werden. Turn 5. Mal schauen. Ich muss auf jeden Fall angreifen, wenn ich sie spiele. Da bringt mir dann Dr. Krastin auf nichts mehr. Da muss ich fast eine Waffe spielen. Die macht ihn weg, okay. Leider bringt mir das gar nicht. Ich könnte höchstens, passt mal auf, Mega Play. Ah, oder ist es das wert? Nein, ist es nicht. Ich habe ja gedacht, dass ich mir die Waffe anlege, aber das bringt mir halt nichts. Ich kann ihn jetzt auch downen. Muss ich leider drauf. Dann spielen wir es trotzdem so wie gedacht. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht damit dann nicht die Vulpera spielen müsste, aber das bringt eigentlich ist echt egal. Fügt einem Diener 4 Schaden zu überschüssiger Schaden, trifft beide Nachbarn oder die Spiegelbilder. Nimm einen Äschern, das könnte mir sehr viel bringen. An sich hat sie die gute Waffe, ich habe das gute Board. Dr. Krastinov. Den Damage werde ich mir gönnen müssen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich möchte mir den Hakenkumsäbel anlegen. Kann aber nichts anderes machen. Weshalb ich rolle und hoffe, dass ich was Besseres bekomme, was ich spielen kann. Sie ist schon mal gut. Das ist eindeutig. Es ist halt krass mit der Waffe, die sie so hochpimpen konnte. Und ich nicht. Da werde ich nächste Runde down sein. Ich hätte die Spiegelbilder nehmen können. Oder eine schon. Ärgerlich, ich habe halt die Hakenkrummsäbel auf der Hand, kann sie aber nicht wirklich gut kombinieren. Ich werde nächste Runde aber definitiv das so machen müssen, dass ich... ausweiden, doppeltes Ausweiden wäre sehr ungünstig. Ich muss die nächste Runde down bekommen, ansonsten habe ich verloren. Das klappt. Ja, nächste Runde muss ich sie down bekommen. Das wird schwer werden. Also definitiv brauche ich den hier. Der muss ins Face. Und dann fehlt mir Damage, ne? Hakenkrummsäbel. Und dann kriege ich nur noch 4 hin.
Hätte auch so nicht geklappt. Schade, das ist dann die erste Niederlage wieder. Also es hätte auch so nicht geklappt wegen den Immunitäten, aber... Ich wüsste auch nicht, wo ich anders hätte noch bekommen können. Dr. Krastinov war bei mir schlecht, bei ihr war perfekt. Die habe ich mit der Waffe komplett zerstört, weil sie ihre Waffe genauso pimpen konnte, wie sie wollte. Ich habe leider das nicht hinbekommen. Und doppelte den Hakengummsäbel. Manchmal hat man einfach Pech. Das war in dem Match jetzt so, sie hat auch gut gespielt. Ich habe vielleicht ein oder anderes Mal den Damage nicht aufs Face, sondern aufs Board getradet. Wäre vielleicht auch ein Fehler gewesen. Im Nachhinein kann man trotzdem sagen, die Waffe hat es entschieden. Und ich habe sie nicht gehabt. Ich hätte ja auch die Waffe pimpen können. Letztlich mit dem Nitro Booster Gift. Aber gut. Dann trotzdem noch positiv. Und ich hoffe doch, dass das letzte Spiel gewonnen wird. Ansonsten sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Das wäre bitter. Deswegen, letztes Match jetzt. So, letztes Match. Auch wieder gegen den Schurken. Bin mal gespannt. Meisterspionin gut. Hakengrumsäbel haben wir gerade eben im Match gesehen. Nicht gut. Jetzt wäre es nur cool, wenn ich das Mirror Match gewinne. Und das ist natürlich nicht geil. Wobei die Mörderin der Aschenzungen Turn 2 noch okay ist. Kriege ich 6 Damage. Das heißt, ich bekomme 6 Damage in Turn 2. Hab ein Board mit dem 3-1 an den 3-2er. Hab dann Turn 3 nichts zu spielen. Turn 4 nichts zu spielen. Außer ich bekomme die Waffe angelegt. Ich muss am besten das selbstschärfende Schwert ziehen. Das ist wichtig. Was ich bei der Gegnerin vorhin gesehen habe, bei der Majev, sie hatte den Schreckenskorsar drin. Ja, macht definitiv Sinn. Finde ich aber, nimmt für mich dann die Stahltänzerin raus, die ich dann doch ein bisschen stärker noch finde, wobei sie nicht überragend ist. Muss man auch mal zugeben. Na, das ist relativ simpel. Ich schmeiße erstmal die zweite. Denn ich bin mir ziemlich sicher, die 6 Damage könnte ich vielleicht noch später benutzen. Beziehungsweise die nächste Runde einfach. Yep. Oh, er geht auch Face. Interessant. Kümmert euch um sie. Die Nacht bricht herein. Sehe ich erstmal nicht den nötigen Druck zu sagen, dass ich das Board wegmache. Wenn sie natürlich jetzt hat, die Messer da drin hat im Deck, wo alle 1 Damage vom Gegner und eine Karte zieht. Und sie hat wieder das selbstschärfende Schwert. Ungünstig, sage ich jetzt mal. Ja, snackt in den Damage, ist für mich okay. Macht das gesamte Board weg. Auch das ist für mich okay, jetzt kommt Lillian. Nächste Runde spektrale Diebin mit dem Hakenkrummsäbel und dann möchte ich mal wissen, ob ich das Match hier gewinnen kann oder nicht. Morgenspitzel habe ich nicht im Deck drin, weil ich ihn nicht so stark finde. Ich ist zwar ein weiterer Verstohlenheitsdiener, aber finde ich nicht überragend. So, ich habe 8 Leben Vorsprung. Ich habe auf dem Board relativ viel Damage. Ich habe hier... die Chance, Bonus-Damage auszuteilen mit der Lillian, beziehungsweise wird sie eh opfern. Eigentlich müsste er jetzt alles ins Face ziehen, bis auf den Morgenspitzer, mit dem Morgenspitzer auf Lillian draufgehen und hoffen, dass die Lillian auf den 5-1er drauf hüpft, also die vorauskommt. Wenn es Face ist, hat sie verloren. Hat sie aber auch so. Also sie muss mich eigentlich jetzt down bekommen, das weiß ich nur noch nicht. Weil zur Not kann ich meinen Verstohlenheitsdiener vernichten. Oder auch die Stahltänzerin spielen. Spott braucht sie. Oder aber... ich glaube, nur ein Spott rettet sie. Ehrlich gesagt. Seht es als Hausbesuch an. Das reicht auch nicht. Ist egal, was die hier macht. Ist sogar ganz gut. So oder so ist das der Win für mich. Denn das reicht schon.
Jetzt machen wir es noch mit dem Ausweiden, um zu zeigen, wir hätten die Grosso da oben gehabt. Und damit ist die Folge beendet. Und es ist ein Fortschritt zu sehen. 6-1. Wahnsinn. In jedem Folge ein bisschen Fortschritt. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Glaubt mir, es ist sehr, sehr viel mehr Zeit, die ich investieren muss, um von Platin 10 auf Platin 5 zu kommen, als ich investieren muss, wie von Bronze auf Gold oder Bronze auf, ja doch, Bronze, Gold, würde ich mal sagen. Das schafft man so in 12, 14, 15 Spielen, Max, also spätestens, vielleicht sogar schon 10. Und Platin 10 auf Platin 5 bin ich jetzt schon mindestens 15, 16, 17 Games dran. Also es ist schon zeitintensiver, wenn nicht sogar 20 oder mehr. Ich meine, allein die Folgen, die ich hochgeladen habe, müsst ihr mal schauen. Also, trotzdem würde ich sagen, es geht langsam bergauf und Platin 5 ist definitiv greifbar noch in diesem Monat. Und das möchte ich mir noch holen und danach ist der Monat auch schon wieder beendet. Und dann mal schauen, was nächsten Monat so geht. Aber Ziel ist noch nicht erreicht. 1, 2, 3 Siege, das wird noch 2 Folgen sein. Mal schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Normalerweise müsste die jetzt hier am 30. Januar kommen. Das heißt, ich habe noch den morgigen Tag, um eine Folge zu machen. Ich nehme an, da werden wir dann durchziehen bis Platin 5. Oder auch nicht, je nachdem. Dann würde ich sagen, Leute, kommt beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.